Das große Wiesbachhorn. Angezogen von 3564 Metern Fels, Schnee und Eis, zieht es in den Sommermonaten tagtäglich viele Bergsteiger auf das Wiesbachhorn. Der so unbezwingbar aussehende Gipfel kann über einen eigentlich unschwierigen Weg erreicht werden, was ihn zu einem beliebten Ziel aller Bergsteiger macht. Man erfährt hier einen Ausblick auf die großen und mächtigen Berge der Ostalpen, während man gleichzeitig auf genau so einem steht. Wir nehmen euch heute mit auf das große Wiesbachhorn. Gestartet wird früh am Morgen beim Stausee Moserboden, welcher nur über öffentliche Verkehrsmittel erreicht werden kann. Hier geht es schnell steil aufwärts, wobei die Serpentinen einem manchmal endlos vorkommen können. Doch mit jedem Meter werden die Blicke nach Süden und Westen weiter und man sieht bald den Großvenediger und alle anderen umliegenden Gipfel. Über die Felsplatten steigt man höher, bis man schließlich das Heinrich-Schweiger-Haus auf 2802 Metern erreicht. Ab hier beginnen die eigentlichen Schwierigkeiten des Wiesbachhorns. Relativ kurz nach der Hütte geht es über eine kurze seilversicherte Passage im Schwierigkeitsgrad B höher. Die Seilversicherung endet und beginnt immer wieder, bis man letztlich in steilem Gehgelände auf den oberen Fochetskopf steigt. Ab hier sieht man erstmals die gewaltige Nordwestwand und fragt sich zu Recht, ob so eine Wand eigentlich zu bezwingen ist. Wilhelm Welzenbach bewies das schon vor bald 100 Jahren. Doch während man selbst nur in der Fantasie über die Nordwestwand nachdenkt, zieht es fast alle Bergsteigerinnen und Bergsteiger nach Westen weiter zum Südhang des Berges. Ab hier lässt sich der weitere Verlauf und auch der Gipfelbereich sehr gut einsehen und man folgt rechts dem berühmten Kaindlgrat. Je nach Jahreszeit geht man hier entweder auf einem eingeschneiten Grat oder über plattigen Fels. Kurz streift man auch das Teufelsmühlenkees. An diesem vorbei kann man nun über die Südseite des Gipfelaufbaus in bröseligem Gelände aufsteigen oder folgt dem Kaindlgrat weiter links über Felsgelände im Schwierigkeitsgrad 1. Der viele Verkehr lässt Steinschlag nicht auf sich warten.
Hier muss immer wieder mit Vorsicht gestiegen werden, um nicht unabsichtlich einen Stein loszulösen und untere Bergsteiger zu gefährden. Als Tagestour ist das Wiesbachhorn eine fordernde Tour, die keineswegs unterschätzt werden darf. Spontane Wetterumschwünge, aber auch die dauernde Hitze können hier zu einer Falle werden. Doch wenn es die Kondition, die Kraft und letztlich das Wetter zulässt, steht man nach ungefähr 4 bis 5 Stunden und einem Höhenunterschied von 1600 Höhenmetern auf dem Gipfel des großen Wiesbachhorns. Wenn euch der Tourguide gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo auf dem Kanal und über einen Daumen hoch auf das Video. Bis zum nächsten Mal wünschen wir noch eine schöne Zeit und wie immer, Bergheil!